bin schwanger. Ich muss einfach wissen, was passiert ist. So, einmal bitte an der Innenseite vom Mund entlang führen. Du bist der Vater. Ich werde für dich und das Kind anspruch. Du bist ein riesen Arschloch. Für dich da, aber das wirst du wissen. Ich habe übrigens einen zweiten Vaterschaftstest machen lassen. Was soll denn das jetzt heißen? Dass Timo nicht Elias Vater ist. Warte! Lass mich in Ruhe! Ich war immer für sie da. Ja, für sie und Elias. Hast du schon überlegt, wie es weitergeht? Ich fange ja auch nur wieder an, wenn absolut klar ist, dass ich eine Kollegin bin. Mehr nicht. Das absolut. Dein Sohn ist echt krank. Und deswegen schleicht er letzte Woche in meine Wohnung und legt sich in mein Bett? Timo? Er macht was? Er lag in meinem Bett. Und er hat sich als falscher Vater in mein Leben gehalten. Dafür brauchst du aber Beweise. Timo, ich weiß Bescheid. Paragraph 238, neudeutsch bekannt als Stalking, ist im letzten Jahr verschärft worden. Stell dir vor, wenn ich sie nicht in Ruhe lasse, dann... Was? Dann stecken sie mich vielleicht wieder in den Knast. Hast du meinen Schlüssel genommen? Wie kommst du jetzt darauf? Kannst du mich bitte mal zurückrufen? Ich brauche dich gerade. Ey, sag mal, du musst doch keine Angst vor mir haben. Ey, du bist doch das Wichtigste für mich. Und warum hast du so wenig Vertrauen zu mir? Lass, bitte alles gut. Was ist das heute für mich?